Der Zander, er ist der Edelspeisefisch unserer Region. Die Nachfrage ist riesig, die Ausbeute der Fischer wird immer geringer und das treibt den Preis in die Höhe. Zander zu züchten, das war bisher ein sehr kostspieliges und auch risikoreiches Unterfangen. Drei Tüftler haben nun herausgefunden, wie sich das ändern lässt. Jeder einzelne Zander aus dem Becken genießt die maximale Aufmerksamkeit von Günther Ziebart und seinen Kollegen. Wöchentlich werden sie gewogen, während ihrer Entwicklung vom Jung zum Speisefisch. Die Hälfte der Wachstumsphase rum, 1,5 Kilo. Ne? Und muss jetzt noch, ja, vielleicht so 6 Monate. Also insgesamt brauchen die so etwa 1,5 Jahre. Also ganz, um ganz sicher diese 1,5 Kilo zu erreichen. Es sind die ersten Niedrigenergiezander, so werden sie hier genannt. Sie wachsen in dieser Fischzuchtanlage, die rund 2000 Zander auf einmal mit sämtlichen Nährstoffen versorgt und das bei nur 500 Watt Energieverbrauch pro Stunde. Genauso viel wie ein Computer. Nur einmal am Tag muss der Filter gereinigt werden, mehr gibt's nicht zu tun. Innerhalb von 15 bis 20 Minuten ist man damit fertig. Was heute so einfach funktioniert, bedurfte jahrelanger Entwicklung. Das Wichtigste, die Anreicherung des Wassers mit Bakterien. Und das findet in diesen Behältern statt. Wie das funktioniert, bleibt geheim. Es ist ihnen noch ein Trick gelungen, die gefräßigen Raubfische von klein an dazu zu bringen, statt frischen Fisch trockene Pellets zu fressen. Da muss man so einiges beachten, will ich hier aber jetzt nicht verraten. Und dann klappt's. Also hat aber auch mehrere Jahre gedauert, eben so diese Erfahrung zu sammeln. Und da wird's sicher auch noch weitergehen. Man muss weiter daran arbeiten, um die Sache eben stabil zu machen. Das Trockenfutter-Niedrigenergie-Zander-Aufzuchtsmodell ist bereit zur Vermarktung. Mit ihm sollen Speisefische, aber auch Besatzfische kostengünstig gezüchtet werden. Dann gibt es den Zander vielleicht wieder häufiger im See und möglicherweise bald billiger auf dem Teller.